Also da hab ich aber reingeschäppert, meine Damen und Herren. 354 Dollar Gewinn. Cello, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Daddy Skins. Yay! Wir wurden hier wie immer aufgeladen. Wir haben 500 Dollar bekommen, um rein zu gamblen. Und hier kommt aber dennoch natürlich wie immer zuerst die Belehrung. Gambling ist ab 18. Passt auf euch auf. Passt auf euer Geld auf. Wenn ihr feststellt, dass ihr da irgendwie vielleicht auch ein bisschen viel Geld lasst, dann lasst euch helfen. In der Videobeschreibung ist ein Link und dort kann man schreiben und auch anrufen, um sich bei Glücksspielsucht eben helfen zu lassen. Macht das bitte. Dankeschön. Passt auf euer Geld auf. Dankeschön. Und los geht's. Nun gehen wir auch direkt ins Gamble-Getümmel. Es gibt hier eine neue Kiste. Ich würde sagen, einfach um den Anschluss wieder zu finden, gehen wir mal in diese neue Kiste rein, gucken mal kurz. Ja, das ist natürlich, das ist ganz schön ekelhaft. Ne, also hier oben, komm. Man kann schon mal was Leckeres mitnehmen. Wir gehen mit 5 rein und schauen mal, was uns diese erste Kiste am heutigen Abend so bringt an Glück. Und da sehe ich doch direkt, Leute von heute. 2 Mecha Industries. Gut, die eine ist zerrissen leider. Die habe ich gar nicht gesehen, bin ich blind? Ultra geil, wir sind mit 30 rein, mit 45 raus. Also, Leute, genau so muss es starten. Exactly so. Ach, und vergesst nicht, meine Damen und Herren, immer schön die Free Case aufmachen. Wenn ihr schon aufladet über meinen Dingens-Code hier, Babla, ihr wisst schon, Partner-Code. Wenn ihr schon aufladet, dann nutzt bitte auch hier die Free Case, um was rauszuziehen. Da kann man, wenn man Glück hat, echt schöne Sachen rausziehen. Was ist denn mit der Stranger? Okay, die Hermine Stranger. Was ist denn da so alles drin? Was ist, das ist doch immer sehr interessant, was halt wirklich so Rock Bottom ist, weil man sich ja dann doch recht oft da unten aufhält. Da sind doch aber schon bereits hier in dem Bereich Sachen, die für uns interessant sind. Da würde ich sagen, gehen wir auch einfach 5-mal rein. Sind zwar direkt 77 Dollar, aber ich rieche doch das ganz große Los, meine Damen und Herren, let's go. Oh, ich dachte sowas von, dass es die Platin Savata wird, wie es sich einfach noch ultra weit dreht. Der Rest war schon längst fertig, schon seit Jahren war das fertig gedreht. Und die wasserblutige Schlange, Trulla, läuft einfach weiter durch, noch 3 Dinger. Naja, wir haben ja die hier, die Poison Dart. Ich meine, die ist immerhin 10, ein 10er wert, da können wir später noch dann beim Upgrade was reißen. Ja, mit wie viel sind wir rein? 77 mit 21 raus? Naja, hab ich gesagt, eher nicht. Ach, guck mal, die Specials. Lucky Grave. Ja klar. Na, also da sehe ich uns aber ganz dolle auf dem dicken Knifflchen hier oben. Talon, komm in meine Tasche, mein... Naja. Sogar im Battle Game auch noch so ein Scheiß. Aber, nee, nix aber. Oder doch, komm. Ein kleines aber schon. Wir haben jetzt nicht so extrem viel Minus gemacht. Eben, was waren es? 7 Dollar rausgeholt, 15 rein. Naja. Was war eigentlich hier bei Biber? Hatten wir da jemals Glück? Bevor wir jetzt gleich dann in die Arena gehen. Hatten wir da jemals richtig geiles Glück bei Biber? Nee, ne? Oder doch? Ich weiß noch, im letzten oder vorletzten Video habe ich euch irgendeine Case sogar empfohlen, weil ich da richtig gut Plus rausgeholt habe. Biber, Mensch, jetzt halt doch mal an! Du bist ein Schlitzohr, Biber. Du bist ein Schlitzohr. Die ist auch geil. Geiles Ding, guter Zug. Aber, Gauner. Also, da hätte man schon einiges mehr rausholen können. Also bitte, mit 13 noch was rein und mit wie viel gehen wir raus? Was ist? Komm, immerhin auf die. Das sieht voll vielversprechend aus irgendwie, auch wenn wir Minus gemacht haben, aber es sieht richtig, das sieht richtig vielversprechend aus bei jedem Dingens. Also bei beiden bis jetzt halt. Hier kommt Nummer 3. Aber ich will mal kurz gucken, wie deep man fallen kann. Weil da kommen vernünftig. Okay, gut. Ja, man kann ein bisschen kann man schon fallen. Ey, aber das fühlt sich gar nicht mal so bad an hier. Komm, ich geb mal einen Daumen nach oben und mach mal 3 auf einmal auf. Auf, let's go. Lieber, lass es mal reinschallern, bitte. Komm, gönn mir doch einfach mal so ein bisschen was groß. Sag mal. Hey, wie lang dreht sich das denn noch hier? Das hat schon mal, ich glaube, Kredl hat das gesagt, bin mir nicht ganz sicher, schon mal jemand eben angemerkt, dass es auch echt fies ist, dass die Dinger sich nicht gleich schnell drehen, sondern dass manche halt wirklich Jahrzehnte noch ausrollen, während die anderen schon längst stehen. Naja. Also absoluter Schund ist es auch wieder nicht, aber wir sind mit 20 jetzt eben raus und sind mit 40 rein, also schön 20 Minus gemacht.
Das darf man nicht vergessen. Aber dennoch fühlt sich das hier für meine oder vielmehr unsere Zwecke für die Giveaways gar nicht so übel an. Gar nicht so übel. Mann, Fate, warum? Muss das sein, dass du da einfach weggehst? Wisst ihr, wenn ich so eine 5-7 Hyperbeast raushau im Zwiemi, einfach mal für 17 Dollar oder 17 Euro oder was die auf Steam wert ist, da ist die Freude auf jeden Fall groß, ne? Oder mal in dem YouTube-Video so eine Farmers oder so eine Mac-10 einfach mal so snacken. Also es ist verwertbar auf jeden Fall. Und tatsächlich will ich noch ein weiteres und somit auch letztes Mal rein, weil sich diese Beaver Case einfach richtig gut anfühlt, Bambu. Wie sich's noch 1000 Jahre weiter dreht. Das ist absolut frech. Das ist wirklich, also Biber, vielleicht mag ich dich ab jetzt nicht mehr. Wir gehen in die Arenas, meine Damen und Herren. Einmal zum Warmmachen, zum Reinfühlen, sag ich mal. Gehen wir hier gegen, okay, gegen Ihmchen. Gehen wir rein. Nur ein kleines, also 7 Dollar. Ist jetzt wirklich nur so zum Reinfühlen. Guck mal, okay, ja. Krieg ich auch noch einen richtig coolen. Auf. Jemanden, der wirklich auch viel Glück mit in die Runde reinbringt, wäre natürlich schön. Ah ja, das bringt Glück, meine Damen und Herren. Ah, guck mal da. Was wird das für ein Geräusch? Na, ist es schon immer? Ist es wohl das Geräusch des Verlusts? Könnt ihr was Cooles ziehen, bitte, danke. Sag mal, ich schreck dich doch mal an jetzt da drüben. Wobei, ja doch, ich hab das Set mehr reingeholt als du. Oh. Jetzt kommt bei uns halt was echt krasses auf der letzten Kiste. Also ein Knife, also zwei Knives. Naja, oder auch einfach nur nichts. Und ab dafür. Ja, guck mal hier, da können wir schon mal ein bisschen mehr rein. 11,96 Dollar, wir steigern uns. Wir steigern uns Stück für Stück, sukzessive, mit System zum Erfolg. Und jetzt, bitte komm auf, hopp. Jemand, der sau viel Pech hat. Weil die zwei sehen auch so aus, als wenn sie nicht so viel Glück auf der Kerbe hätten. Ich baller jetzt hier gleich richtig rein. Mein Kerbholz ist doch komplett voll mit Glück. Guck mal, Achtung, bam. Erstmal schön eine Mac-10 Neon Run. Was? Oh, der ist hier der Dragon King. Also, Turobi Bobi, das ist frech. Und dann auch noch eine Naga. Nee. Gut, die ist jetzt irgendwie auch überhaupt gar nicht viel wert, aber ich dachte, die wäre viel wert. Naja, das entscheidet sich zwischen uns beiden, mein Freundchen. Und jetzt kommt das ganz große Glück bei mir. Bumm. Obwohl, die Corinthian ist gar nicht, aber ja, die ist ziemlich scheiße, ja. Habt ihr recht, die ist ziemlich scheiße. Mann. Also ich könnte schwören, dass ich hier, also früher, war ich hier ein bisschen mehr Glück. Na, stopp, 23, meins. Oh mein Gott. Aha, schon wieder er. Hat der vorhin gewonnen eigentlich? Und die war bei mir im Team. Hey. Och, das ist doch einfach nur lächerlich, Saba. Jaku. Warum hat denn jetzt die Jacke hier einfach die krassen Geschichten wieder am Start? 126 Dollar, das muss erstmal rausholen, so ein Ding. Oh, mach doch. Komm, Babla, jetzt legst du eine Skulls. Alle eine Skulls, jede einzelne. Warum ist die über einen Dollar wert, die fast 2 Dollar wert, hä? Ich dachte, das ist so ein typischer 3-Cent-Skin. Oh, Babla kriegt wieder eine Skulls. Na klar. Also, die habe ich mir auch fest gewünscht, dass ich die, also ohne die Skulls gehe ich nicht ins Bett. Nochmal! Oh, ja, noch. Schön. Komm, kleiner 12-Dollar-Happen für zwischendurch. Langsam laufe ich heiß, Leute. Ui, ich trinke kurz auf mein Glück. Trinke ich eine Hyperbeast schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. Der hat 2 Schlücke Holy genommen, wahrscheinlich der Sack. Okay, cool rein, Leute. Es ist noch nichts von... Shadow Daggers Marble Fang hätte man ruhig auch mal dazu nehmen können. Aber naja. Muss einfach mehr Holy trinken. Komm, jetzt. Summer! Es ist ganz, ganz schlimm. Was hier passiert? Oh, die ist aber ein bisschen was, oder? 69 Cent. Wow, ja, ein bisschen was ist wortwörtlich gemeint hier. Ja, ich habe mir die natürlich nochmal gewünscht. Bitte jetzt nicht nur noch die. Komm schon. Nicht irgendwie bei den Skulls. Da muss jetzt wirklich... 81 Cent. Ja, ich bin stark im Kommen hier, wie man sehen kann, ne? Schon wieder auf dem zweiten Platz. Ich bin praktisch der Vorderste bei den Verlierern. Der Beste, wenn man so will. Oh, ein Spiel. So, jetzt kommt das krasse Glück beim Bubbler. Einfach mal
dieses goldene Knife, schade Schokolade und da wird das Geld weggeblasen. Uff, okay, komm, ich bin verrückt, $75, oh mein Gott. Oh mein Gott. What have I gedent? Oh. Leute, also das ist ja, oh, köstlich neu. Ich konnte es eben nicht lassen, ich sehe 75 und denke, so, da muss ich rein. Okay, okay. Also das wäre natürlich höchst schnuckelig. Ja, ja. Der darf nicht mehr aufholen. Der kann das nicht mehr aufholen. Es ist unmöglich. Es ist ihm nicht gestattet. Oh, Leute. Komm, bitte. Bitte. Ah! Also da hab ich aber reingescheppert, meine Damen und Herren. $354 Gewinn. Oder vielmehr $354 rausgeholt mit 75 rein. Also da muss man natürlich auch, also, ne, neuch. Das tat richtig gut. Ach du Schüssel, das war geil. Und zu guter Letzt hauen wir noch die letzten $50 in diese Gimme That Kiste rein. Man kann übrigens bis auf 3 Cent runter, 16 Cent runterfallen. Ich mach die Augen zu und mach sie vorsichtig wieder auf, weil wir... Weil wir ganz schön genudelt wurden. So, Dille, wir sind jetzt noch zum Ende hin, wie immer im Upgrade-Modus. Und ich habe hier ein bisschen Kruschel reingemacht, bin auf mal 5 gegangen. Wir haben unsere üblichen 15, 16, 17, 18% und versuchen auf diese USPS The Traitor Statrek WW zu kommen. Ich upgrade die Geschichte und werde hier auf jeden Fall mal hingucken. Ah ja, das tut weh. Aber wir haben ja noch ein bisschen Kruschel. Let's go, zweiter Versuch. Ich mache die Augen mal zu. Oh. Gut. Also nicht gut. Dritter und für heute letzter Versuch. Achtung, 20%. Ich werde die Augen wieder offen halten. Ich werde einfach mit offenen Augen in den Sieg laufen. Und es ist natürlich ein Fail. Schade. Gut, dann gehen wir uns auscashen. So, und jetzt sind wir auch schon durch mit der Auswahl. Sneedle hat mir eben wieder geholfen, darum wir. Unter anderem haben wir hier den Haul Pin mit dabei. Den habt ihr euch ja ganz feste schon gewünscht. So, meine Damen und Herren, ich habe jetzt alles ausgesucht und die Preise eingestellt. Es ist ein Tag vergangen wegen technischen Schwierigkeiten. Aber jetzt können wir an die Auszahlung gehen. Mir werden hier nochmal $8,34 abgezogen und dann können wir starten. Send to Steam. Jawolle, Prollo. Sehr schön. Und schon ist alles an Ort und Stelle. Meine Damen und Herren, der Trade ist angekommen. Sehr, sehr geil. An der Stelle wie immer vielen, vielen Dank an Daddy Skins für die geile Möglichkeit, Videos zu machen und eben Skins rausholen zu können und so weiter und so fort. Lecki schmecki für Spaß und Decki. Und es gibt jetzt natürlich noch ein Giveaway für euch hier in diesem Video. Und zwar gibt es diese leckere AWP Fever Dream für euch zu gewinnen. Wie man daran teilnimmt? Ganz einfach. Du schreibst einfach von deinem besten Gamble-Erlebnis bzw. deinem besten Win, den du jemals eingefahren hast. Ich habe gerade vorhin bei uns auf dem Discord gesehen, dass Gnar gestern oder vorgestern ein Knife gezogen hat. Irgendein Fade. Ein richtig geiles. Ich glaube, Flip-Knife. Ich bin mir nicht ganz sicher. Richtig geiles Ding. Also, dein bester Zug ever, was Gamble angeht. Also, egal ob externe Seiten oder Case-Opening in CSGO selbst. Das wäre es dann soweit wieder gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Daddy-Skins-Video, beziehungsweise im nächsten Video generell oder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche und zwar jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr rankommen. Da gibt es noch viel dickere Giveaways. Da gibt es immer Viewer-Games. Gemeinsames Daddeln. Let's go. Mit dem Statrek kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.